also in Gotik war das auch schon ein Unterschied zwischen einem fanatischen Templer und einem. Was war das andere? Champion-Tempel? Nee. Ich weiß noch, dass es einen fanatischen Templer gab und noch einen. Elite-Tempel. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Das ist schön. Kommen wir mal durch. Ja. So, welches Spiel hatte noch schöne Parts? Gothic 3? Nein, das war ein Bug, das ein schönes Spiel hat. Ich hab mir das sogar hier noch gekauft, nachträglich. Irgendwann mal. Wir haben eben noch auch schon noch die komplett ungepatchte Version. Ist mir aufgefallen, als ich nach World of Warcraft gesucht habe. Hatte ich mir auch mal original gekauft. Da habe ich dann auch Gothic 3 gefunden. Ist das auch die original komplett ungepatchte Version oder ist das irgendeine spätere Version, die schon Patches hat? Ich glaube, die ist ungepatcht. Ich guck gleich mal nach. Zeit. Ich habe gerade was Grünes aufgesammelt, das bogenartig ist. Ja, gib her. Ja. Bogenartig. Es ist grün und bogenartig, ja. Gehört zur Art der Bogen. Nur noch mehr grün. Und das fliegt auf dich zu. Vitalis. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Nee, irgendwas mit Sardanis oder so hatten wir schon mal. Nee, das ist Vidalis. Ja, der Bruder wahrscheinlich. Aber wenn die. Aber wenn die Waffe ein Bogen ist, dann kann das ganze Set nicht so schlecht sein eigentlich. Naja. Der Bogen ist so. Ich würde das mal gucken, was der Bogen so für einen Wert hat. Ja. Bogen könnte schon besser sein, sag ich mal. Dann gucke ich mir mal den grünen Helm an, den ich da gefunden habe. Man weiß ja nicht. Man bekommt ja auch noch einen Set-Bonus, soweit ich weiß, wenn man das diesen ganze Set hat. Beteiligung 24, ja geil. Sechste Geschicklichkeit, schade, du ziehst um 2. Brauchst du einen neuen Helm? Ja, also, zeig mal. Ich muss ein wenig warten, um diesen Spieler handeln zu können. Ja, jetzt sehe ich wohl, oder? Ist gar kein Chat. Eisenharz. Der Helm ist kacke. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Also eher nicht so, ne? Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich von dem was habe. Ich glaube nicht. Eisenhardt. Nee, kannst du verkaufen. Ja, ist gerade mal 3000 wert. Den Bogen würde ich schon behalten, auch wenn der gerade nicht so toll ist. Warte mal. Eine Ausrüstung, was gibt das so? Aber hey. Du wirst niemals die dazugehörigen restlichen Set-Gegenstände finden, deswegen ist das Aufheben auch völlig sinnfrei. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht haben wir den nur gefunden, weil ich jetzt einen besseren Wert habe, die Gegenstände zu finden. Ja, wahrscheinlich, weil heute ist schon goldenes und zwei grüne gedroppt. Und du hast ihn aufgesammelt. Ja. Einer muss es ja aufsammeln. Einer findet es, einer sammelt es auf. So heißt ja auch nicht so schwer tragen, oh Gott. Was gehe ich denn auch weiter, ich Idiot? Ist das jetzt eine 5 oder ist es eine 6? Wenn es rund ist, ist es eine 6, ansonsten ist es eine 5. Ja, bei den kleinen Zahlen ist das schwierig zu sehen.
Ne, das ist eine 5. Okay, also der grüne Bogen macht 30 weniger Schaden. 20 bis 30 weniger Schaden. Jetzt mein jetziger. Uff. Aber wenn da noch ein gutes Set zukommt, mal sehen. Mal das erstmal. Das ist halt wie immer, am Schluss hast du 20 angefangene Sets, aber keins vollständig. Und wenn du eins vollständig hast, dann kannst du die Items nicht mehr brauchen. Weil die Sets inzwischen zu scheiße geworden sind. Ja, ja, ist klar. Aber vielleicht haben wir Glück. Oder ich. Super, schon wieder 8 Ringe durchgelassen für so ein paar Gegner, ey. Ich hab natürlich jetzt das Problem, dass ich keinen Platz mehr habe für die ganze Kacke. Kauf dir doch mal eine größere Kiste. Würde ich machen. Also wie mache ich das jetzt? Wenn du Diablo 2 jetzt mit der Smartphone-App verbindest, dann kannst du dir eine größere Kiste gratis holen. Für jedes weitere Kisten-Upgrade zahlst du nur 10 Euro. Level 3, sehr gut. Ich muss gleich schon wieder raus, weil meine Tränke alle sind, das gibt's doch nicht. Lauf! Nein! Ach komm schon, ich war doch schon gar nicht mehr am Gegner. Ich hasse es. Du nicht am Gegner stehst, aber trotzdem doch verreckst, weil er irgendwie aus einem halben Kilometer Entfernung hoffentlich draufschlagen kann. Mein Kadaver lag nicht da. Wir haben ja Patches, aber es läuft immer noch nicht ordentlich. Jetzt brauchen wir ja Netcode lesen. Noch mal kurz was testen. Die Tränke schon wieder aus. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Guck mal hierher. Vergiftet. Eieiei. Okay, glaube ich schmeiße. Willst du einen Topaz und so viel haben? Was? Willst du einen so viel und einen Topaz haben? Vielleicht. Ich leg's in die Stadt hin. Wenn du das willst, nimmst du es dir, wenn nicht, dann nicht. Soll das eigentlich lange liegen oder verschwindet das irgendwann mal wieder? Bleibt so lange liegen, wie wir den Raum hier haben. Und jetzt hast du deinen Disconnect. Gut. Hat zwei Topase. Kommst du mal her und stirbst? Gleich. Nee, nicht du, der Gegner.
Ich glaube, ich habe alle getötet jetzt. Kurz gucken. Nee, doch noch nicht. Da kann ich auch noch 3 rein. Jetzt aber, das muss jetzt der letzte sein. Ach, komm, hier jetzt. Danke. So, wo ist jetzt das Teleportportal? Das Teleportportal. Zum pultierenden Teleport. Ach, leck mich doch. Seid gegrüßt. So, will ich noch ein paar Runen wegschmeißen? Die will ich nicht. Ich denke, ich will noch ein paar Runen wegschmeißen. Achso, also den Würfel geben. Auch noch mehr den Würfel geben. Ja. Noch ein perfekter Saphir. Damit habe ich 5 Stück. Schon so ein bisschen problematisch. Platztechnisch und alles. Ja. Hallo. Was ist? Wieso kann ich nicht so ein Inventar wie die Händler haben? 2% erhöhter Schaden kann auch mal weg jetzt. So, aufladen ist alles noch grün. Gut. Alles im rot-roten Bereich. Meine Lasagne wird langsam kalt. Muss ich mal weiter essen. Ah, fuck. Ja, das schmeiß ich auch mal weg. Du hast doch den Würfel, da kannst du auch Items reinlegen. Das mache ich schon. Ach so. Hatte ich zuerst nicht getan, aber jetzt muss ich das tun. Ich verkaufe erstmal, sonst komme ich durcheinander. Ich könnte mal gucken, was der Händler hat. Ja, der hat schon episch keine Waffen für mich gehabt. Mein Gott. Und diese Juwelen, die habe ich auch irgendwann mal verkauft. Wenn ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Ich habe gerade ein Juwel noch, weil der wirklich ein bisschen mehr kann, aber sonst jetzt nicht mehr. 16 bis 37? Mhm. 1, 3, 4, 5, okay. Vielleicht im dritten Kapitel. Ich habe aber 5 Schädel. Okay, dann legen wir die Schädel da rein. 5 Schädel, Eier, trotzdem nur halt kopflos rum. Der Wahnsinn. Mhm. So, was kommt als nächstes? Geheime Zuflucht und dann Schlucht der Magier. Der Bogen ist halt kacke. Der braucht 8 Plätze. Hm. Setz ihn doch auf dein zweites Waffenset. Ja, das wäre auch gegangen, ja. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist er drin. Ich habe original noch einen Platz frei. Also ein Feld. In viel Pressen hat er ihn reinbekommen in seinen Arsch. Alles. Ja. Wir verkaufen. Okay. Habe ich jetzt alles, ja, ich glaube. Dann kannst du es ja wieder vergessen bis zum nächsten Mal, dass du einen zweiten Inventarslot hast und dann. Genau. Dann kannst du wieder lange sortieren, dann erinnere ich dich am Ende wieder dran. Oh, hier ist ein Helm mit dreifach. Oh Gott. Gesockelt. Kann ich 3 Topase reinmachen? Mm. Noch mehr Chance haben. Nach Theorie. Theoretisch gut. Ups. Theoretisch gut, ich habe bloß keine Topase mehr.
Dann maxen wir das noch aus und dann geht's hier weiter. Mal gucken, was ich dann mache. Schade, dass ich den jetzt finde. Ich bin sehr gut geskillt. Ja, dass man nicht entsockeln kann. Ich hätte immer noch gerne Sazabis Geisterbefreier. Ja, die Rüstung. Das wäre richtig geil. So. Ich muss gerade jetzt nicht, aber. Später mal gucken, ob die Sets da was taugen, die ich mir aufspare gerade. Dann kann ich vielleicht im Vorfeld schon was aussortieren davon. Muss nicht erst warten, bis ich das bekomme. So. Achso, ich hatte hier Gothic 3. Ja, das ist die falsche Verpackung. Machst du schon wieder. So, das ist Gothic 3 Gold Edition ist das. Na, klingt schon so, als hätte die Patches. Das Erlebnis habe ich auch extra so gekauft. So kommst du jetzt endlich mal. Ich will weiter. Weil da ist Gothic 3 drin, Add-ons inklusive Patch. Patch. Und allen Erweiterungen. Enhanced Edition. Ja. Okay. Ja gut, kommst du jetzt? Ja, ich muss erstmal wieder wegpacken. Dann muss ich noch Junge. Star Wars X-Wing vs. TIE Fighter wegpacken. Willst du das nicht mehr spielen? Was? Star Wars X-Wing vs. TIE Fighter. Ich glaube nicht. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Ich überlege, ob ich mir irgendwann Rogue Squadron 2 und 3 noch antue. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich habe gerade beschlossen, nochmal ein Stück zurückgehen zu wollen. Dann mal bitte mit Intro und allem, ne? Schön Musik abspielen. Mhm. Und bis wieder in, was waren es, 144 Ländern der Welt gesperrt ist, dreimal. Ja. Soll sie ja lohnen. Oh, fuck. Dreifach hält besser. Mach mal ein Portal auf. Okay. Wir hätten auf Hardcore spielen sollen. Und zwar so lange, bis wir alle tot sind. Achso, dann wär's. Ja, dann wär's schon vorbei. Ja, deswegen ja. Tränke belegen ist das Schlimmste. Ich brauche ein Auto-Belegen-Button. Ich brauche ein belegtes Brötchen, jetzt sofort. Alter! Vergiss es. Super. Und ach du Scheiße. Habe ich wieder über 40.000 Gold verloren. Geil. Ja, cool. Ich glaube, Level 3 schaffen wir dann wohl nicht mehr. Hm? Ist gerade schwierig. Ihr könnt versuchen durchzulaufen. Ja. Ich bin nicht sicher, wie clever das ist. Bei Diablo 1 schon immer so gut funktioniert. Ja, ne? Naja, wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt wieder so aufgebaut ist wie dieses Stockwerk und das davor, dann ist der Ausgang unten links oder unten rechts. Kannst du es gern probieren, du hältst ein bisschen mehr aus als ich. Ich laufe gerade im Kreis an. Aber ich mach das nicht. Ja, also wenn du kämpfst, kann ich gerne runterkommen. Nein, ich laufe im Kreis und lenk sie ab und du kämpfst. Achso. Die schießen trotzdem auf mich. Ja. Die schießen auch auf mich. Optimal. Oh, das sind noch mehr. Ja.
Mal zwei, dreimal draufschlagen, dann weiterlaufen. Was ist denn hier oben? Ah, hier sind Gegner, okay. Oh. Oh, Sackgasse. Oh, brauchst du ein Portal? Ich mach hier oben eins. Ich hänge hier gerade fest. Oh Gott. Nur nicht anhalten, nur nicht anhalten. Nicht in der Tür stehen, du Arschloch.